Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi, und heute geht's mal wieder um Survival. Und Survival zwar in mehrerer Hinsicht. Einerseits geht's um das Sweet Survival Candyland, so heißt das Spiel. Ein möchtegern Survival-Horror-Spiel in einer Süßwarenfabrik. Und zweitens geht das Survival darum, dieses Video bis zum Schluss durchzuhalten, weil ich würde es mir ehrlich gesagt fast auch nicht bis zum Schluss anschauen. Aber wieso, weshalb, warum? Das könnt ihr euch in dem Video anschauen. Und vor allen Dingen geht es auch darum, wie lieblos man ein Spiel machen kann. Also ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und wer bis zum Schluss durchhält, hat meine ewige Dankbarkeit. Also bis dann. So, dann schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. New Game. Das Ganze läuft gar nicht über Controllersteuerung, traurigerweise. It all started with a letter from my grandfather. Also, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Who I lost touch with a long time ago. The letter was addressed to me personally, so I hastily opened it and started reading. Dear Ronnie, I'm writing this letter on my deathbed, and I have one last but very important errand for you. And this envelope is the key to an abandoned candy factory I once owned. Something terrible happened there because of an experimental recipe we were working on. I'm asking you, Ronnie, go to that factory, destroy whatever's left there. Living or dead, it doesn't matter. So I beg you to destroy the very recipe that is the source of all this horror. I wish I could do it myself, but my strength has deserted me. I hope that in all this time, the evil in the factory has faded. But if I'm wrong, be prepared for anything. Please, Ronnie, be careful. And forgive me if my mistakes are yours to correct. Your grandpa, Edmund. What happened in that factory? I rummaged around in the envelope and pulled out a key from there. The key to that very factory. Holding it in my hands, I felt that something more than just an abandoned building would open up in front of me. Without thinking long, I went to the factory, ready to come face to face with my grandfather's secret. Okay, ein sehr stimmungsvoller Einstieg, kann man nicht anders sagen. Denn das Ganze läuft, wie gesagt, nicht mit Controllersteuerung. Und das wirkt doch sehr generisch erstellt, das Ganze hier. Wie frisch aus dem Schuleditor. Also dafür, dass sie schon so lange verlassen sein soll, sieht sie aber echt sauber aus. Irgendwas machen? Nö. Das ist jetzt schon ein komisches Spiel. Wirkt alles so steril. Also, einfach eng geklatscht hier. Ah, warte mal. Rot zu rot. Wahrscheinlich würde ich jetzt behaupten. Hier waren jetzt keine gelben. Doch, hier waren gelber. Mal den gelben packen wir hier rein. Gucken wir nochmal. Also das wirkt mir halt so wie so ein klassisches Rätsel. Fängt das echt schon so an, dass ich jetzt hier sowas machen muss. Müssen wir den roten hier auch noch mal da rein tun.
Und dann hatte ich ja hier noch einen hingepfeffert. Das ist der blaue. Das ist noch ein roter. Ganz merkwürdig. Also der Spieleinstieg hat was versprochen, aber ich hätte jetzt wirklich so eine verlassene Fabrik erwartet und nicht so einen quietschbunten, gefühlten Portal-Ableger. Also sieht aus wie Portal nur in süß. Das ist jetzt mal so eine gewisse Sterilität verbunden mit Rätseln. Ich weiß es nicht. Was habe ich jetzt bewirkt? Irgendwie in den Schränken. Jetzt hier auch nochmal. Wenn ich jetzt hier noch die ganzen Schränke aus Süßigkeiten abklappern muss, oben auch nochmal oder was? Aber ganz fertig ist das ja nicht da oben. Guck mal, hier liegt auch noch einer. Rosa und hier. Ich sehe aber irgendwie nichts. Das ist ja eine schöne Sache. Also Freunde, ich will spätestens hier ausschalten. Ganz ehrlich, das doch, weiß ich nicht. Also, wollt ihr mich veräppeln? Ich fange noch jetzt nicht an, stundenlang die Süßigkeiten hier zu sortieren. Alter. Oder kann ich nicht nehmen? Ne, die kann ich nicht nehmen. Oder? Ne. Ich dachte schon. Okay, hier kann ich auch nichts öffnen. Das ist schon mal gut. Aber hier hilft es mir nichts weiter. Was denn, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier wieder was rausnehme? Kann ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr, ne? Nee. Ja. Toll. Dann hier vielleicht ihn rausnehmen? Ist das wirklich, geht es nur nach Gewicht? Guck mal, wenn ich jetzt die hier alle rausnehme. Ach, es geht wirklich nur nach Gewicht, nicht nach Farbe. Okay. Merkwürdig, merkwürdig. Aber wenn die Fabrik schon so lange verlassen ist, dann müsste man noch, das müsste man noch sehen. Da hätte man sich doch mal beim Grafikdesign ein bisschen Mühe geben können. Oh, muss ich jetzt hier auch noch mal bei? Nee. Jetzt die gelbe. Okay.
für ein Horrorspiel? Hui, so. Lieber Horror. Das wird nicht besser, glaube ich. Geh mal hier runter. Moin, moin, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Fabi. Und wir begeben uns wieder in die Da lief doch eben was unten rum. Ich auch wissen, was das ist. Das war's. Ich habe mich kurz erschrocken. Ich bin so ein schreckhafter Mensch, aber prinzipiell ist das kein Horror für erwachsene Menschen. Gott. Was für ein Scheiß. Schokolade. Also es gibt hier einfach nur ein paar bekloppte Rätsel und irgendwelche komischen Viecher laufen hier rum. Muss hier irgendwelche bekloppten Rätsel lösen in einer absolut sterilen Welt. Wo hier unten so ein Flummi-Monster oder sowas rumläuft. So ein Hier noch was mitnehmen. Und das Viech läuft da hinten rum. Also, Freunde. Selten so ein Schwachsinn gesehen. Also lieblos. Also, das wirkt halt wie. Also, es ist wirklich ein Spiel. Aus dem Schulexperiment. Jetzt kommt er wahrscheinlich um die Ecke. Geh nach. Nee, ich hoffe die Treppe hoch. Gucken, ob die Treppe hinterher kommt. Das würde mich ja jetzt hier mal interessieren. So billig gemacht, die Viecher. Also, Freunde, ein Satz mit X, das war wohl nichts, liebe Entwickler. Also, da steckt mir einfach zu viel gewollt und nicht gekonnt hinter. Ja. Also, halten wir mal fest, liebe Freunde. Wie Survival Candyland. Das ist nichts. Ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten und wer bis hierhin durchgehalten hat, ihr habt meinen vollsten Respekt und meine ewige Dankbarkeit. Also bis dann. Ciao, ciao.